der Schlacht gewinnen. Viertel vor zwei sind wir hier auf das Gelände gerockt mit 8 Wagen und haben eben beschlossen, aus verschiedenen Wagenplätzen verschiedene Gruppen eben eine neue Platzbesetzung zu machen, um eben der Demonstration von gestern nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Für den Erhalt natürlich und auch für die Schaffung von solchen Projekten, dass man einfach Freiräume hat, in denen man sich frei entwickeln kann und eben raus ist aus diesem kapitalistischen Verwertungslogik-Scheiß, wo man immer Arbeitsabhängigkeit hat, also dass man arbeiten gehen muss, nur damit man seine Miete zahlen kann und dass man irgendwie einfach nur damit man wohnen darf oder so. Deshalb ist auch heute hier zum Beispiel jetzt neu besetzt worden, weil da halt auch Leute sind, die auch gerne im Wagen wohnen wollen und sagen, ja, das ist so toll hier, das steht hier eh leer und das ist hier eigentlich auch ein schickes Gelände, wo auch sonst nichts passiert und von daher kann man auch da super mit dem Wagen erstmal drauf wohnen. Und linke Strukturen aufbauen, verteidigen. Und ey, ich würde das jetzt übrigens nicht filmen, weil ich habe so dreckige Finger, dass es vielleicht peinlich ist. Aber weißt du, dann musst du meiner Köpi filmen. Ja, danach und so. Ist ja nicht so. Noch, Killi, noch. Die werden sauber. Das ist das beste Mittel für saubere Hände, ist einfach schnippeln, schnippeln, schnippeln und Brot backen ist auch ganz weit vorne. Da hast du hinterher Hände wie ein Babypopo. Wie lange lebst du schon im Wagen? Ich warte mal, siebeneinhalb Jahre lebe ich schon im Wagen. Ja, und wie ist das so im Winter? Wir heizen im Winter und im Sommer heize ich nicht, da habe ich meistens die Tür offen, weil es dann so schön warm ist. Und im Winter, ich heize mit Gas, andere heizen auch mit Holz, manche heizen auch mit Dieselkraftstoff und mein Wagen ist so schön klein. Brauche ich eigentlich fast gar nicht heizen. Es ist so schön warm dann. Ich habe es so kuschelig bei mir. Das ist schön, ja. Ich wohne so gerne im Wagen. Das könnte mir auch gar nicht anders vorstellen. Alles andere wäre mir einfach auch zu blöd, ey. Also ich mag nicht das Steinhaus und ich mag auch nicht diese Klassenjustiz. Ey. Wir haben keinen Spaß. Keine Ahnung. Was hattet ihr vorher vereinbart mit der Polizei? Wir hatten vereinbart, dass wir jetzt in der Gruppe reden, dass eigentlich, also dass die Leute, die mit Fahrzeugen bzw. Beifahrer drauf sind, kontrolliert werden, ihre Personalien abgeben, weil wir sind auf dem Platz hier drauf gefahren. Und an die Vereinbarung wurde sich nicht gehalten. Es werden jetzt irgendwie alle Personalien aufgenommen, auch von Gästen und Unterstützerinnen, die hier aufgelaufen sind. Das war eine klare Verabredung, die wurde gebrochen als erstes. Und jetzt das Teil und ja, Kooperation der Berliner Polizei. Manche haben da Kanzel.